So, mal hoffen, dass es jetzt klappt hier. Wann haben Sie denn YouTube Capture, also dieses Aufnahmedingens da von YouTube, wann haben Sie das denn kaputt gemacht? Ich fand es immer ganz nett früher, dass man das so einstellen konnte, dass wenn man die Kamera gedreht hat, dass er automatisch angefangen hat mit dem Aufnehmen. Oder verwechselt mit einer anderen App. Das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist die Ausrichtungssperre. Das heißt, sobald du das Telefon hochkant hier hast, da kannst du nicht aufnehmen, sondern erst, wenn du auf der Seite liegst. Aber dann musst du immer noch aufnehmen drücken. Das startet nicht mehr automatisch. Mir war so, als wenn mit... Naja, ich weiß es auch nicht. Und man kann zwar mit dem Lautstärke-Knopf starten, aber nur mit dem, der lauter macht. Nicht mit dem anderen. Oder mit beiden. Mit beiden wäre eigentlich ganz nett. Ist ja nur egal, welchen. Ich muss mal hier kurz die Kamera anders nehmen. Das Telefon. Entschuldigung. Ist ja nur egal, mit welchem man startet. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie scheinbar kaputt gemacht oder ich verwechsel das. Kann ja natürlich auch sein. Was ich aber eigentlich erzählen wollte ist, dass wir heute ganz dicht an dem HD-Licht sind. Also ich nenne das HD-Licht. Ich keine Ahnung, ob das um was Bestimmtes ist oder ob das eine Besonderheit ist oder so, ich weiß es nicht. Aber ich habe so in den letzten Jahren gemerkt, dass immer so 2 oder 3 Tage gibt, das sind nicht viele, also wirklich nur so eine Handvoll Tage, wo das Licht besonders ist. Also so richtig besonders, nicht nur besonders, sondern richtig krass besonders. Da hat man irgendwie, also man hat das Gefühl, man sieht alles viel schärfer, kontrastreicher. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich nenne das HD-Licht. Vielleicht sollte ich auch Routinerlicht nennen als Fanboy, aber. mal kurz gucken, was der Hund macht. Ja, ist noch in Ordnung. Ja, also wie gesagt, ich nenne das HD-Licht, weil ich nicht weiß, was das ist. Und ich konnte auch noch nicht ausmachen, ob das nur an bestimmten Tagen ist. Also, dass man jetzt sagen könnte, so wenn Mittsommer ist oder so, ne, dann. Oder so, aber ich glaube, das konnte man jetzt nicht an einem bestimmten Datum oder Tag festmachen, sondern dann einfach nur so ein. Paar bestimmte Tage und also paar Tage und dann wartet halt nicht. Und ja, bist verrückt. ja, wie gesagt, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob das auch nur Einbildung ist oder sonst was oder ob euch das vielleicht auch schon mal aufgefallen ist, aber achtet mal drauf. Ich sag Bescheid, wenn das wieder ist. Also ich habe das beim letzten Mal, glaube ich, auch getwittert und ja, also mal drauf achten. Das ist wirklich mehr Kontrast. Die Sättigung kommt ihm mehr vor, das ist, als wenn einer am Computer sitzt und mal in Lightroom oder so ein bisschen rumschraubt und die Farben in deinem Leben neu kalibriert. Das ist merkwürdig, ja. Gut, ja, das wollte ich erzählen. Das stelle ich nachher so hier auf YouTube und dann, ja, bis dann. So, jetzt wenn ich hier drauf drücke, geht es wieder aus wahrscheinlich, oder? Sollte jedenfalls. Man weiß es nicht. Tschüss.